Unterschied zwischen Schweizern und Ausländern, wenn man Ende Monat kein Geld mehr hat? Bei den Schweizer! Du Papi, ich habe ein kleines Problem. Erzähl Janik, was ist los? Ich habe kein Geld mehr auf dem Konto, es schießt mich der RBA an. Ja nein, aber es kann nicht sein, oder? Es kann effektiv nicht sein. Wo hast du das Geld rausgerührt? Ich habe doch auch keinen Plan, zu viel im Ausgang sein, schaue auf das Konto, Saldo zu klein, Konto leer. Es schießt mich einfach an. Ja und was willst du jetzt von mir? Ja, ich habe gedacht, ob man 50 Franken geben kann. Ich muss auch überleben. Also, los mir jetzt gut zu, Janik. Da hast du ein 50er. Los mir aber gut zu. Ich will die wieder haben, wenn du deinen Lohn bekommst. Ich will es wirklich wieder haben. Wenn du deinen Lohn hast, ich will die zurück haben. Da hast du ein 50er. Bitte schön, passt da. Ja, Papi, ja. Bist du sicher? Ja, 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 ich mach's. Kein Problem. Wenn der Lohn da ist, ich gebe es zurück. Wirklich. Und. Bei den Ausländern. Baba. Hast du ein bisschen Geld für mich? Keine Geld, ja? Ja, ich weiß auch nicht. Aber ich weiß, wo du hast gelassen Geld. Freitag, Samstag, 24 Stunden nur in Diskothek. Zweitens, ich seh's, diese hure Schießtrack. Links, rechts, am liebsten du wirst in WC gehen. Nonstop mit ich seh's. Benzin ist nicht gratis, lauf nicht mit Wasser, musst zahlen Benzin, mein Sohn. Und drittens, im Club hier, zahlen Getränke an Frauen. Du meinst, du bist Boss hier. Weißt du, was du bist? Du bist ein Mutt, du bist gar nicht, du Sauhund. Verpiss dich. Ja, Baba, sorry. Kommt wirklich nicht mehr vor. Bitte, 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 lass mich in Ruhe, weil ich will dich wirklich nicht mehr sehen. Du machst mir Kopfschmerzen. 100 Franken, verpiss dich. Und da ist er, der Bendrit Beira. Willkommen. Hallo. Bendrit, hallo. Bendrit, schön, dass du zu uns kommst. Freut mich. Wie ist das jetzt eigentlich genau? Deine Videos, die handeln sehr viel von Vater-Sohn, also Vater-Sohn-Schweizer und Vater-Sohn-Kosovar, oder? Du bist Doppelbürger. Genau. Dein Vater ist Kosovar und deine Mutter ist Schweizerin, oder? Nein. Beide sind eigentlich Albaner, aber ich bin halt in zwei Kulturen aufgewachsen, in der Schweiz. Und halt mein Heimatland Kosovo und wegen dem eigentlich gedacht, machen wir solche Videos. Genau, dann kennst du also daheim. Wieso kennst du die Schweizer so eben gut? Ich habe auch Schweizer als Kollegen. Ja, dann... aber jetzt als Ältere meine ich, oder? Wenn ein Schweizer. Gibt es einen Vater von einem Schulkollegen, der das Vorbild ist? Genau, also ich höre auch recht oft Sachen, wie es bei den Schweizern abgeht. Und denke ich so, okay, machen wir das Sachen. Genauso Videos. Aha. Und wegen dem vielleicht nicht so viel angesprochen. Du hast auch den Tonfall sehr gut drauf, von so einem Schweizer Vater. Ja, natürlich. Und, ja. Ganz freundlich. Ja, ja. Und wenn du mal Kinder bekommst, was wirst denn du für einen Vater sein? Eher der Kosovarische oder der Schweizer? Ich glaube, eine Mischung aus beidem. Ich bin ja eh in der zweiten Kultur aufgewachsen. Ja. Muss, glaube ich, eine Mischung werden. Also ja. Ein Vater, der freundlich mit dem Gurt zuschlägt. Du checkst es. Gut, du hast ja einen freundlichen Vater. Du hast ein paar Mal von deinem Vater erzählt. Also das mit dem Schlag, das findet gar nicht statt, glaub ich, bei dir. Nein. Das sind nur Klischees, die ich aufgreife, eigentlich, ja. Was die Leute denken, aber sicher nicht. Nein. Gut, also bleiben wir schnell bei den Klischees. Oder? Wieso haben eigentlich Kosovaren so einen Hang zu tollen Autos? Ich weiss nicht, also ich bin auch so, ehrlich gesagt. Du gehörst ja zu denen, oder? Ja. Du hast auch einen Film gemacht über die Autofahrschule. Den können wir vielleicht auch schnell anschauen. Unterschied zwischen Schweizer und Ausländer, wenn man lernt Autofahren. Bei den Schweizer. Janik, das ist heute deine erste Privatstunde. Und ich wollte dir einfach eines Herz legen. Wird man bitte einfach nicht wie die Huren M3, M5 und M6 fahren. Mit ihren Auspuffanlagen, die so laut tönt, als wenn ein Flugzeug landet. Mich kackt es an. Am Sonntagmorgen haut es mich fast aus dem Nest raus. Wirklich? Fast aus dem Nest? Nein, Papi, das mache ich sicher nicht. Unser Subaru tönt nicht einmal so laut. Ja, das ist auch gut so. Es ist ja kein BMW. Es ist ein stinknormaler Subaru. Und wenn es steht 50, dann wollte ich, dass ich daran halt ist und nicht irgendwie mit 80 um den Fräs ist. Weil, weißt du, es ist gefährlich. Ja, aber weißt du, Papi, mein Kollege, der Blädi, der hat auch ein BMW. Und all meine anderen Kollegen fahren auch ein BMW oder ein Audi oder ein Mercedes. Und ich bin der Einzige, der einen Subaru fährt. Mich schießt wirklich an. Ja, und dann, Janik, was? Willst du auch so einer werden? Wir sind hier in der Schweiz, wir halten uns an die Regeln. Passt da? Ja, ist okay. Hoffe ich auch, weil mir kommt wirklich zum Kotzen. Da kommt es mir, da rauf. Und bei den Ausländern? Mach, anschalten. Okay. Erster Gang, losfahren.
Langsam, langsam, langsam! Okay, okay, okay. Bist du blöd? Wieso? Wieso, wieso? Langsam! Pass auf, pass auf! Pass auf, das ist ihm! Du Arschloch! Es sind wirklich tolle Studien, die du hier machst, in deinem Milieu. Du selber hast gerne Auto. Du hast ja ein tolles Auto. Das hast du, glaube ich, vom Vater bekommen. Ja. Stimmt das? BMW ja. X6. Der, den wir hier sehen, das ist, ja, genau. Das ist dein, das ist das Foto, das übrigens auch er gemacht hat. Das, deine Liebe zum Auto. aber warum denkst du, haben die Kosovaren lieber solche Autos, so ein bisschen auftatscht, so ein bisschen. Wieso spielt das so eine Rolle? Ja, also vor dem Ausgang oder so mal ein bisschen zeigen. So, ja, ich habe ein krasses Auto, mal ein bisschen Gas geben oder so. Und die Schweizer haben dann Subarus? Subaru, VW. Ja. Ja. Du kennst dich ja da aus. Was machst du für eine Lehre? Im Telefonverkauf. Ich bin auch bei einer grossen Autofirma. Ja. Und im Büro. Also du willst mal Auto verkaufen? Genau, gerne, ja. Jetzt mit deinem Erfolg, den du jetzt hast, vielleicht gibt es eine Berufsänderung, oder? Ja, kann gut möglich sein. Könnte das sein? Ja, können wir vorstellen. Du bist schon gestern mit jemandem ziemlich Bekanntem auftreten, oder? Genau. Am Bushido. Wie ist es gelaufen? Gut, gut, tipptopp. Ich bin wirklich froh. Keine Schlägerei gehabt? Nein. Nein, es war wirklich cool. Also mein erster Auftritt eigentlich überhaupt vor dem Publikum. Du bist ja eigentlich du hast ein paar wirklich schweizerische Eigenschaften. Du bist sehr genau. Du sagst von dir selber, du fährst nicht zu schnell, du fährst nicht mehr als Höchstgeschwindigkeit. Du trinkst keinen Alkohol. Das ist eigentlich, du sagst von dir selber, du sagst eigentlich ein gut integrierter Schippi. Ja, ist doch so. Ja, klar, klar. Wie ist das, wenn du jetzt so ein bisschen siehst, dass es Schweizer gibt, die ein bisschen ausländerfindlich sind und so, kommst du mit denen in Kontakt und hast du von denen auch Feedback? Dass nein. Jetzt nicht? Nein, das sieht blöd aus, so ein Schweizer Ausländer spielt. Machst du gute Erfahrungen mit uns Schweizer? Wie immer. Wie euch zum Beispiel. Ja, super. toll. Also gut, du leistest ja auch etwas, in der Schweiz haben ja gerne etwas so gemacht. Oder? Wir können noch mal etwas ganz Kleines von dir anschauen. Es ist ein kleines Film, das mir sehr gut gefällt. Wieso fühlen wir uns eigentlich unter der Decke so sicher? Ich meine, ist ja nicht so, dass ein Mörder reinkommt und sagt, ich werde dich umbringen. Oh Mann, er ist wieder unter der Decke. Ja, ist toll. Du bist ja manchmal aber auch einer, der noch ein bisschen politisch denkt. Also wir haben von dir mal zwei Bilder gesehen, wo du einen berühmten Schweizer Politiker drin verwendet hast. Das möchten wir vielleicht auch schnell anschauen. Das hast du gepostet. Das muss man vielleicht zuerst ein bisschen wirken lassen. Ja. Interessierst du dich für Politik in der Schweiz? Ehrlich gesagt nicht, überhaupt nicht. Aber ich habe das Bild gesehen, hat einer gepostet. Und ich dachte, hey, ich habe den Schweizer Pass. Er kann mich gut ausschaffen. Und ich dachte, ich mache ein Bild daraus. Ja, super. Wie viel Kontakt hast du noch in Kosovo? Sehr viel, also Verwandte vor allem. Und ich meine, ihr wisst ja, Ausländer haben immer viele Verwandte. Ich kenne die Hälfte nicht einmal. Also. Ja. Du reisest immer wieder ab und denkst, wow, schon wieder neue Verwandte. Ja, plötzlich heisse ich bei deinem Onkel, sage ich, ah, gut. Ja. Nach 19 Jahren erfahre ich sie jetzt. Also, je mehr Erfolg hast jetzt dann, desto mehr Onkel hast du dann wahrscheinlich. Ja, das kann eben auch sein. Wäre ein bisschen vorsichtig da. Ja, schon. Aber und Politik in Kosovo auch nicht, das interessiert dich nicht so, das ist nicht so dein Ding. Nicht so, ich bin Komiker eigentlich. Gut, gut, die Sachen, die du ja zeigst da in deinen Videos, das ist ja auch politisch. Auch wenn es nicht direkt ist, aber es hat einen politischen Ansatz. In Komödie eigentlich umgewandelt. Ja, genau. Jetzt, weißt du was, Bendrit, wenn du schon da bei uns bist, haben wir einen kleinen Wunsch an dich. Wir würden wahnsinnig gerne mit dir ein Video machen. Natürlich! Du aber du filmst mit deinem Handy. Hast du da? Ich und kein Handy da haben. Ah, eben gut. Okay, gut. Also, ich würde sagen, wir machen. Also, du bist der Bendrit, dann bin ich der Schweizer Vater. Ja, du bist der Bendrit und der Janik, oder? Ja, und du bist der kosovarische Vater. Ich bin der kosovarische Vater. Gut.
Er tut filmen. Er sitzt hier in der Mitte. Du musst in die Mitte kommen. Du musst in die Mitte kommen, genau. Also der Bendrit dort filmen und wir stellen es nachher auf Facebook bei uns und bei dir natürlich, oder? Alles klar. Also ich, dann fange ich mal an. Mach ich mal die Vorstellung sonst? Ja. Unterschied zwischen Schweizer und Ausländer, wenn man bei Giacomo Müller eingeladen ist. Ja. Bei den Schweizer. Ja, Nick, also ehrlich, du musst jetzt doch einfach sagen, warum bist du jetzt bei diesen zwei dummen Siechen in die Sendung gegangen? Ehrlich, Janik, das kann ich jetzt einfach nicht verstehen. Kannst du mit dem leben und hast du nicht das Gefühl, du brauchst nachher Therapie, weißt du, um das wieder loszuwerden? Was? Du kannst nicht verstehen. Was soll der Scheiß? Ja, aber weißt du, das ist doch jetzt, du gehst dort hin, das sind zwei dumme Sicher, die nur im Fernsehen sind. Du machst es viel eleganter. Du machst ja all diese Sachen einfach mit dem Handy. Janik! Ganz ehrlich, Papi, du hast einfach keine Ahnung. Ich gehe zu denen und passt da. Sema ist beendet. Okay, du darfst machen, was du willst. Ja, ja! Und bei den Ausländern? Bendrit! Warum gehst du in Schweizer Fernsehen zu diesen beiden Hohlköpfen? Wo zeigen Video, was sich lustig macht über albanische Vater? Du Hure, Skokaljunge! Du bist du Idiot! Krieg ich Köpfe, wenn du machst solche Sachen! Okay. Das war der Bendrit. Schönen Dank für den Besuch. Bleib noch ein bisschen hocken.